Du bist 10, 20, 30% oder mehr im Minus mit deinem Depot im Rahmen der laufenden Korrektur. Das muss nicht sein. Schuld ist wahrscheinlich dein Buy and Hold. Wie es besser geht, das weiß Jens Rabe. Jens Rabe sagt dir auch, warum Buy and Hold bei dir nicht funktioniert. Das ist eine so interessante Message, dass ich mir das Video gerne angeschaut habe, denn ich bin ja auch langfristiger Investor bei den meisten meiner Aktien, die ich habe. Und ich möchte natürlich wissen, warum mein Buy and Hold nicht funktionieren soll. Herzlich willkommen beim neuesten Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Das ist Jens Rabe. Und dann würde ich gleich mal sagen, Film ab. Das gute alte Buy and Hold. Ehrlich gesagt, ich kann das schon gar nicht mehr hören. Also, du siehst, Jens ist alles andere als begeistert von Buy and Hold. Er kann es schon gar nicht mehr hören. Was spricht denn gegen Buy and Hold, lieber Jens? Er sagt's uns jetzt. Schauen wir uns mal an, was da eigentlich so an den Börsen passiert ist. Wir nehmen mal hier den S&P 500. Ihr habt gesehen, vom Hoch zum Tief ging es mit dem mal 12% runter. So, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, da ging es vom Hoch zum Tief vom November an 18% nach unten. Das heißt also 18% weniger Geld als am Börsenhoch. So, wir sind im Rahmen einer Korrektur momentan. Nasdaq 18% verloren. Wenn es an der Börse nach unten geht, dann geht es auch mit deinem Depot nach unten, logischerweise, falls du nicht rechtzeitig alles verkauft hast. Das ist natürlich eine Kunst, doch es gibt jemanden, der diese Kunst beherrscht. Ich zeige dir auch gleich, wie gut er das kann. Ungefährer Hochpunkt kommt, ne? In dem Falle haben wir es ziemlich genau getroffen, aber das ist jetzt auch gar nicht so das Ziel. Aber du siehst, da haben wir gesagt, okay, wir müssen raus aus dem Markt gehen. Ne? Und ich zeige dir mal den passenden Chart dazu. Du siehst hier den Nasdaq. Genau in diesem Punkt haben wir gesagt, okay, hier, es passt nicht mehr. Wir müssen irgendwas verändern in uns. Respekt, also genau getroffen auf den Tag oder was ist es, ein Wochenchart oder ein Tageschart? Ein Tageschart steht es D hier. Respekt, lieber Jens, er weiß also quasi, wann du raus musst aus dem Markt, wann der Markt quasi droht zu kippen, beziehungsweise wann er kippen wird. Und dann kann man natürlich hier seine Kursgewinne versilbern, muss natürlich Abgeltungssteuer bezahlen. Ich gehe mal davon aus, dass du keine vermögensverwaltende GmbH hast oder dergleichen. Das heißt, du musst dann halt immer einen Obolus ans Finanzamt entrichten. 26% deiner Kursgewinne sind dann mal dahin. Aber das holst du ja wahrscheinlich wieder raus. Jens, mit Jens entspannt durch den Crash sozusagen. Hier sind dann auch diverse Belege. Das heißt, hier diverse Screenshots aus Facebook. Hat jeder so seine eigene Art, wie er mit Testimonials und so weiter umgeht. Oder wie er seine Performance, seine Leistung zeigt. Wir haben beispielsweise das Starterdepot, da zeigen wir ganz transparent, jede Stunde wird es aktualisiert mit monatlichen Updates und so weiter, nicht hinter einer Payment Wall, wie gut das Ganze performt. Andere machen es mit Facebook-Screenshots, also jeder so, wie er will. Dann haben wir hier noch was ganz Interessantes. Hier siehst du, ist Buy and Hold sinnvoll? Jetzt wird es leicht philosophisch. Was wäre denn, wenn es eine bessere Methode gäbe? Wie würdest du dich dabei fühlen, wenn du diese ganzen Rückgänge nicht mehr mitmachen würdest? Ja, ich würde mich prima fühlen, wenn es an der Börse nur noch nach oben ginge, wenn ich immer wüsste, wann ich rechtzeitig verkaufen würde. Das nennt man Suggestivfragen. Ich könnte dir auch andere Suggestivfragen Fragen stellen. Das heißt, wie würdest du dich fühlen, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest? Wie würdest du dich fühlen, wenn du deinen eigenen Harem bekommen würdest? Wie würdest du dich fühlen, wenn du ewig leben könntest? Wie würdest du dich fühlen? Etc., etc., etc. Hier wird der Boden bereitet sozusagen, dass du empfänglicher wirst für die Vorschläge, die der Jens unterbreitet. Dann haben wir hier in 5.10 nochmal, wir sind nach wie vor da, ob Buy and Hold sinnvoll ist. Und Jens kann auch noch ein bisschen besser verargumentieren, warum du für Buy and Hold nicht geeignet bist. Jetzt mag es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, okay, ich habe ja einen 100-Euro-Sparplan und wenn es da mal runtergeht, dann kaufe ich mir mal was dazu. Okay, aber wie ist es denn, wenn du richtiges Geld hast? Wenn du einfach. Also, wie ist es, wenn du richtiges Geld hast? Du hast vermutlich noch kein richtiges Geld. Bist so ein kleiner Aktiensparplan, Heini. Da kann es durchaus noch sein, dass das Sinn macht. Dann kaufst du über den Cost-Average-Effekt unten nach. Aber wenn du irgendwann mal groß und erfolgreich im Leben bist, dann wird es mit Buy and Hold nicht mehr gut gehen. Noch ein bisschen, wenn du mehr Geld hast, ne? Weil je mehr du Geld hast, auch im Laufe der Zeit, umso mehr musst du dir einreden, dass Buy and Hold eine gute Sache ist, weil es fühlt sich nicht mehr gut an.
Warum sich nicht gut anfühlt, das, glaube ich, zeigt der nachher nochmal. Und warum funktioniert Buy and Hold langfristig nicht? Ne? Jetzt müssen wir wieder eins ganz klar unterscheiden. Warum funktioniert es nicht mathematisch beziehungsweise emotional? Das wird jetzt interessant. Also jetzt wird er gleich zeigen, dass Buy and Hold eigentlich doch funktioniert. Und dann wird er sagen, warum es bei dir nicht funktioniert. Aufgepasst. Schaut euch mal hier diesen Chart an. Das ist der S&P 500 wirklich jetzt sehr, sehr lang. Ne? Über 100 Jahre. Und überall, wo du hier so einen Pfeil eingezeichnet siehst, siehst du, dass da der Markt deutlich nach unten ging. Also, du siehst, dass langfristig der Aktienmarkt durchaus steigt, aber es gibt zwischendrin diese bösen roten Pfeile. Das sind die Pfeile, wo der Markt crasht, stark korrigiert. Das sind auch genau die Pfeile, wo der Jens dann sozusagen einen Facebook-Post absetzt und genau sagt, hey, hier wird sich der Markt drehen, aussteigen. So sinngemäß jedenfalls. Und wir reden jetzt nicht über 5-6%, sondern 20%, 30%, 40%, 50%. Ne? 29%, 85%. Du siehst also, im Grunde passiert das alle paar Jahre mal. Es gibt auch mal Phasen, wo du längere Zeit völlig unbesorgt am Markt sein kannst. Aber dann gibt es immer wieder Phasen, die extrem, extrem schwierig sind. Und das heißt also, wenn wir uns anschauen, klar hätte es sich gelohnt, jedes Mal dabei zu bleiben. Ne? Also, da hat er gesagt, klar hätte es sich gelohnt, jedes Mal dabei zu bleiben. Also eigentlich funktioniert Buy and Hold. Mathematisch betrachtet funktioniert Buy and Hold. Und darauf bauen sämtliche Bücher auf, die es zu dem Thema gibt. Also, ja. Jens ist auch sehr belesen. Gehen wir mal kurz ein bisschen weiter. Und Menschen funktionieren nun mal nicht wie Matheaufgaben. Oder wie. Jetzt kommt's, warum du kein Buy and Hold kannst. Wie mathematische Gleichungen. Schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Du bist jetzt vielleicht auch jemand, der sagt, ja doch, das funktioniert und da kaufe ich einfach so nach. Okay, jetzt schau doch mal in die Zukunft. In 10 Jahren ist aus deinem vielleicht kleineren Depot ein größeres Depot geworden. Ja, wollen wir mal hoffen, ne, wenn wir investieren, langfristig investieren, mit Buy and Hold zum Beispiel. Glaubst du, dass das dann immer noch so gut funktioniert, dass du dann immer noch so entspannt bist? Oder lass uns mal nochmal 10 Jahre weitergehen, in 20 Jahren. Aus deinem vielleicht momentan nicht so großen Konto ist ein richtig großes Konto geworden. Er meint wahrscheinlich so wie mein, siebenstellig. Ein paar hunderttausend Euro sind daraus geworden, vielleicht ein siebenstelliges Konto. Und dann schaust du ganz entspannt zu, wie aus 1 Million 900.000, 800.000, 700.000, 600.000, 500.000 werden? Das ist jetzt ganz interessant. Und zwar behauptet der Jens, dass du nicht damit umgehen kannst, wenn du ein großes Depot hast, dass du 10%, 20%, 30% oder so verlieren wirst. Er meint aber, du kannst damit umgehen oder leichter umgehen, wenn du ein kleines Depot hast und dass du dann 10%, 20%, 30% verlierst. Das heißt, nur weil der absolute Betrag größer ist, den du in der Korrektur verlierst, tut es dir mehr weh. So der Jens. Ich denke, das kann durchaus ein bisschen anders sein. Denn 1 Euro ist ja dann eigentlich mehr wert, wenn du wenig hast. Das heißt, wenn du ein kleines Depot hast und du verlierst da 300 Euro, dann schmerzt dich das eigentlich mehr, als wenn du ein großes Depot hast und du verlierst 300 Euro. Und Jens geht ja jetzt hin und nennt ja Summen, wenn du 100.000, 200.000, 300.000 verlierst. Das klingt jetzt für dich ganz viel, weil so viel du vermutlich nicht in deinem Depot hast. Und so, das sind ja riesengroße Summen. Wenn ich die verliere, oh Gott, Buy and Hold funktioniert nicht. Weil so viel geht es ja immer nach unten. Wenn ich jetzt ein Millionen-Depot hätte, wovon ich ja jetzt erstmal nur träumen kann, und dann geht es um 10%, 20%, 30% nach unten, sind das ja 300.000 Euro bei 30%. Das würde ich niemals, niemals hinkriegen. Und da würde ich aussteigen, verrückt werden, aus dem Fenster springen. Wenn ich aber nur ein 10.000 Euro Depot habe, dann verliere ich 30%. Ja, dann sind es ja nur 3.000. Ja, damit habe ich kein Problem. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, dass das weitestgehend nicht stimmt. Denn wenn du mit höheren Beträgen umgehst, weil du einfach vermögender geworden bist, dann denkst du nicht mehr in diesen absoluten Maßstäben mit 100.000, 200.000 Euro, sondern du denkst nach wie vor prozentual. Und so musst du auch denken, um erfolgreich agieren zu können. Das kannst du nicht jedes Mal, wenn es am Aktienmarkt ein bisschen nach unten geht, wenn irgendeine Aktie aufgrund eines Einzelereignisses, schlechte Quartals etc., dann 5.000, 6.000 Euro nach unten geht, deine Positionsinhalt entsprechend groß mit einem Millionenkonto, dann kannst du nicht jedes Mal einen Rappel kriegen. Das heißt, du musst prozentual denken, du darfst nicht absolut in Eurobeträgen denken. Und das kommt mit der Zeit einfach, weil es ist ein schleichender Prozess. Dein Vermögen baut sich ja langsam auf. Du gewinnst das Ganze ja nicht im Lotto, vermute ich mal. Dann wärst du halt nicht drauf vorbereitet. Aber das Ganze tut sich langsam aufbauen. Das heißt, du wirst langsam in deinem Leben herangeführt an die größeren Geldbeträge. Und wenn du echt ein Millionendepot hast und du verlierst jetzt halt mal
100.000 bei 10% Rückgang oder 30.000, wenn es ein richtig böser Crash schon ist, 300.000 verlierst du dann, dann kannst du damit auch umgehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, was in dem Video überhaupt keine Rolle spielt, weil es wird nicht erwähnt, das ist Diversifikation beispielsweise und dass du in Qualitätsaktien investieren solltest. Das wird komplett ausgeblendet. Im Gegenteil, das haben wir jetzt nicht im Video gezeigt, Jens geht zum Beispiel hin und argumentiert mit ARK Invest oder was hat er noch gesagt, Netflix, die an einem Tag 25% gefallen sind und ARK Invest 60%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom Allzeithoch schon verloren. Immer so diese großen Nummern, die geeignet sind, hervorragend Angst zu machen, die aber in der Praxis nicht haltbar sind, weil du investierst ja nicht komplett in ARK Invest, du investierst ja nicht komplett dein ganzes Geld in Netflix. Du diversifizierst erstens und zweitens, und das ist meine Rede, solltest du als langfristiger Investor in Qualitätsaktien investieren und dass Qualitätsaktien 60% verlieren oder dass dein komplettes Depot um 20% verliert innerhalb eines mit einem einzigen Ereignis, weil du alles komplett auf Netflix gesetzt hast und halt eben nicht diversifiziert hast, das halte ich doch für sehr unrealistisch. Aber das ist natürlich jetzt nur meine Meinung und ich könnte da ja alleine stehen. Jetzt habe ich mir mal geguckt, was andere so sagen. Da haben wir hier zum Beispiel den lieben Kolja und hier ist der Matthias Schmidt. Und der Matthias Schmidt, der hat auch bereits eine gewisse Erfahrung gesammelt, wie Aktionäre umgehen mit Verlusten. Und jetzt geht es um die Aussage, hältst du es nicht durch, weil das ist die zentrale Aussage von Jens Rabe, du hältst es nicht durch, einen Crash auszusitzen, weil du 10%, 20%, 30% Verlust machen wirst und irgendwann bist du zu schwach und wirst verkaufen. Mal gucken, was der Matthias dazu meint. Auch mal im Crash. Mit jedem diesem Zyklus, den ein Anleger durchläuft, wächst das Vertrauen ins eigene Handeln. Und mit jedem dieser Zyklusse wird er stärker. Beim ersten ist es gut, wenn er schon mal im Prinzip im Crash nicht verkauft. Wenn der zweite, dritte durchläuft, hat er irgendwann die Eier im Prinzip, wenn die Kurse kräftig runter sind und Sachen wirklich in seinen Augen extrem günstig bewertet sind und eine Chance sind, dann auch zuzugreifen. Also er meint, der Matthias Schmidt meint, man entwickelt sich mit der Zeit. So wie ich meinte, du entwickelst dich mit steigendem Vermögen so, dass ein Euro für dich nicht mehr ein Euro ist, also nicht mehr die gleiche Werthaltigkeit. Meint auch der Matthias, dass du dich mit der Zeit entwickelst, dass du quasi abhärtest, je länger du an der Börse bist und dann durchaus in der Lage bist, Verluste, auch längere Verlustphasen auszusitzen und dann irgendwann sogar die Eier zu haben, zu günstigen Kursen nachzukaufen und nicht irgendwann quasi aufzugeben und zu Tiefskosten alles zu verschleudern, weil du glaubst, die Welt geht unter. Und das ist eher eine Meinung, der ich mich auch anschließen kann. Jens meint, das wird bei dir nicht funktionieren. Er argumentiert hier auch mit Neujahresvorsätzen. Weniger rauchen, weniger TV oder überhaupt nicht mehr rauchen, mehr lesen und so weiter und so fort. Wie konsequent bist du denn da? Bist du jemand, der in allen Lebensbereichen total konsequent ist und immer das, was er sich vornimmt, durchzieht? So, also, weil deine Neujahresvorsätze regelmäßig, nämlich jedes Jahr quasi versagen, ist Buy and Hold für dich nicht geeignet. Ich kann die Logik nur sehr bedingt nachvollziehen, aber das ist halt die Logik hier in diesem Fall von Jens Rabe, wie er argumentiert. Er sagt auch noch, dass andere auch nicht nur in der Theorie Buy and Hold funktionieren kann. Also mal kurz hier gucken, Kamera ist dazwischen, dass es einige Menschen gibt, bei denen es auch geht, beispielsweise. Vergleiche ich doch nicht mit dem, was du kannst, oder mit dem, was du denkst, mit seinen Emotionen. Das ist ein ganz, ganz anderer Mensch. Ah, der ganz andere Mensch, das ist der Warren Buffett. Warren Buffett macht übrigens kein Buy and Hold, sondern er macht eher so eine Art Buy and Hold and Check. Das heißt, er verkauft auch mal Aktien, wenn er den Glauben an die dahinterliegenden Unternehmen verloren hat. Und das kann ich auch nur jedem raten. Also kein stupides, stures Buy and Hold. Man kann sich durchaus auch mal von Aktien trennen. Nobody is perfect. Dann war es halt kein gutes Investment gewesen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja die Diversifikation. Wenn es bei der einen Aktie nicht gut läuft, haben wir hoffentlich genügend andere, weil wir in Qualitätsaktien investieren, bei denen es eben entsprechend besser läuft.
Das ist jetzt aber meine Meinung. Also ich sage oder ich denke, dass Buy and Hold tatsächlich funktionieren kann. Und die Strategie von Jens Raabe mag funktionieren, wenn du halt in der Lage bist, entsprechend den Markt zu timen. Dass es psychologisch einfacher sein soll, den Markt zu timen, gegebenenfalls mit Optionen und anderen Derivaten wie CFDs und, zu arbeiten, dann zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt und dann gehen die Märkte in der Gegenbewegung nach oben und du bist erstmal nicht dabei. Vielleicht gehen die Märkte richtig nach oben und du hast den richtigen Einstieg nicht bekommen, denn es geht ja nicht nur darum, den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu kriegen, sondern du musst ja auch den richtigen Einstiegszeitpunkt wieder kriegen und dann gehen die Märkte nach oben. Vielleicht ist es auch nur eine Bärenfalle, das heißt eine Zwischenerholung, aber da musst du die ganze Zeit cool bleiben und sagen, okay, die Märkte steigen jetzt, ich bin nicht drin, ich habe nur Cash, aber ich gehe einfach davon aus, weil ich es irgendwie weiß, wahrscheinlich habe ich es irgendwie im Jens-Rabe-Kurs gelernt, ich weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die Kurse tatsächlich wieder steigen. Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt. Also diese Fear of Missing Out, hat auch der Jens-Rabe schon Videos gedreht, dass man sagt, oh, ich muss jetzt schnell einsteigen, weil die Kurse steigen. Das ist für den Jens überhaupt kein Problem. Also es sind nur fallende Kurse ein Problem, steigende Kurse sind für ihn kein Problem, es wird jedenfalls nicht thematisiert. Und wie ich schon sagte, Abgeltungssteuer ist für ihn auch kein Problem. Das holst du locker raus, weil eben du Market Timing kannst. So, das sind jedenfalls die Aussagen vom Jens. Meine sind es nicht. Ich habe es nur ein bisschen kommentiert. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie siehst du das? Funktioniert Buy and Hold nicht? Betreibst du Market Timing, weil es einfach einfacher ist, weil du psychologisch besser damit zurechtkommst, den Markt zu timen? Oder meinst du, Buy and Hold funktioniert? Hast du vielleicht es sogar schon geschafft, den einen oder anderen Crash, weil du längerfristig schon dabei bist, auszusitzen und bist sozusagen der lebende Beweis, dass es doch geht, obwohl dein Name nicht Warren Buffett ist? Würde mich mal interessieren. Also ein paar Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!